Freunde, heute befinden wir uns an einer alten verlassenen Reha-Klinik, wo noch komplett eingerichtet ist. Und ich würde sagen, nicht weiter sprechen, einfach nur viel Spaß mit dem Video. Alles stand offen. Kein Schild weiste darauf hin, dass das Betreten verboten sei. Bevor es wieder an Diskussionen endet, wir haben nichts kaputt gemacht, sind nicht eingebrochen, alle Türen standen auf, wir haben nichts mitgenommen außer unsere Bilder und haben nichts außer unsere Fußspuren hinterlassen und damit auch nicht randaliert. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Lange soll es hier aber nicht mehr so aussehen, da ein Hotel geplant ist. Doch bevor sich hier alles ändert, nehme ich euch mit auf eine spannende Reise durch das verlassene klinische Sanatorium. Aber hier wurde auch schon wieder mit dem Feuerlöscher rumgesprüht, so wie das hier ausschaut. Freunde, ich glaube, das war mal hier das Büro gewesen. Liegt aber auch schon ein Haufen Mäusescheiße rum. Die ganzen Unterlagen hier noch. Hier riecht es noch richtig nach Frittenfett, ja. Wahnsinn. Alles frisch gereinigt. Oder? Ist hier noch Frittenfett drin? Es klebt auf jeden Fall und meine Finger sind jetzt voller Öl. Geschirrrückgabe kam. Hier wurde quasi sauberes Geschirr nach oben geschickt und hier kam das unreine Geschirr nach unten und wurde dann hier gewaschen. Kennt ihr diese Spülmaschinen? Ihr dann die Glocke nach unten gefahren, dann wurde gespült und sauber kam es wieder raus. Das ist auch noch ein Stückchen von der Küche. Kaffeemaschine. Und die Uhr läuft noch, hört ihr das? Nur die Zeit stimmt halt nicht mehr. Wurde mit dem Feuerlöscher umgesprüht, Leute. Guckt euch das an. Leute, guckt euch das mal bitte an. Ein Arzt gesessen, hier konnten Röntgenbilder bewertet werden.
hier war bestimmt mal der Empfang gewesen. Hier noch ein Untersuchungsraum. Wenn ihr wisst, für was das hier genutzt wurde, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Also wie gesagt, da steht noch nicht lange leer, Leute. Aber hier hat bereits auch der Vandalismus begonnen. Leider. Schalte ich die Türen? Oh, guckt euch mal das an. Das ist ja krass. Hier ist ein Büro. Ich nehme an, das waren die Patientenzimmer hier, Freunde. Zimmer Nummer 33. Guckt euch das mal bitte an. Wie geil eingerichtet. Auch mit Tresor im Zimmer. Natürlich auch wieder ein Bad. Die hier vorne sehen eigentlich alle gleich aus, wie ihr gerade hier in dieser Aufnahme auch gesehen habt. Von dem ersten Zimmer, wo ich drin war. Aber hier gibt es natürlich noch andere, luxuriösere Zimmer, die größer sind. Und eine andere Einrichtung haben, welches dann hier wäre. Bäder anders aus, zwei Waschbecken, größer vom Schnitt her ein bisschen. Ja, ein BD gibt es ja auch. Ja, und wenn ihr hier guckt, hier hat dann ein Lämpchen geleuchtet, wenn ihr drin auf den Knopf gedrückt habt, um ja, Hilfe benötigt habt. Dieser eine wäre hier auf jeden Fall ein schöner Ausblick. Schaut euch das mal an, mitten ins Grüne. Ja, das Bild kenne ich auch aus dem Internet. Sieht das geil aus hier. Das ist richtig nice. Das ist elektrisch, ne? Funktioniert nicht, ist der Stecker draußen. Ne? Strom auch abgestellt. Aber sieht ja mal mega cool aus, ja. Hammerhart. Habt ihr auch Pedalen zum Umschalten da?